Am 6. April 2011 haben wir über den Super-GAU in Japan sowie die Risiken und die mehr als fragwürdigen ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen der weltweiten Atomprogramme gesprochen. Peter Weiß studierte Biologie, Chemie und Physik in Wien. Nach seiner Promotion zum Doktor der Philosophie im Jahr 1966 war er bis 1970 als Mitarbeiter am Institut für Strahlenschutz im Reaktorzentrum Seibersdorf tätig. Bereits 1969 begann seine kritische Auseinandersetzung mit den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Aspekten der Atomenergie. Es folgten zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Thema, unter anderem das wissenschaftliche Taschenbuch Radioaktivität und Umwelt im G. Fischer Verlag Stuttgart und der Beitrag Radioaktivität als Krankheitsfaktor im Rahmen der Systemanalyse des Gesundheitswesens in Österreich. Allgemein wird davon ausgegangen, dass ca. 7% des weltweiten Strombedarfs durch Kernkraftwerke gedeckt wird. Doch schon hier tappt man in die Propagandafalle der Betreiber. Warum, erklärt Professor Weiß neben vielen anderen Dingen in dem nun folgenden ca. 81-minütigen Interview. Das letzte Mal haben wir gesprochen im April 2006. Da ging es um den Anlassfall Tschernobyl, der sich da zum 20. Mal jährte. Das Unglück von Tschernobyl von 1986. Wir haben jetzt ausgelöst durch eine Umweltkatastrophe, also anders als bei Tschernobyl, wo es ein missglückter Versuch war, in Japan im Kraftwerk Fukushima eine ähnliche Situation. Ist der Vorfall oder der GAU in Fukushima mit der Katastrophe von Tschernobyl vergleichbar, was die Auswirkungen anbelangt? Ja, es gibt natürlich viele Unterschiede und viele Ähnlichkeiten. Die Ähnlichkeit ist die, dass Inventar eines von Atomreaktoren in Freiheit gelangt. In Tschernobyl ist das explosionsartig passiert, ein ganz anderer Reaktortyp. In Fukushima ist das eine schleichende Geschichte, ein Kühlmittelverlustunfall. Aber die Folgen sind natürlich in gewisser Weise ganz ähnlich. Eine Ähnlichkeit ist die, dass man zunächst einmal überhaupt nicht weiß, ja, wie schaut's da drinnen aus in diesem Apparat, in diesen Reaktoren. Man weiß im Moment sehr wenig. Das ist auch der Grund für die schlechte Informationspolitik, weil die Verantwortlichen zunächst einmal selber sich auch nicht genau auskennen, was wirklich passiert ist. Und in Fukushima haben wir einen ganz großen Unterschied in der Weise, dass eben nicht die Freisetzung hoch in die Atmosphäre hinaus erfolgt ist, wie in Tschernobyl. Dort gab es ja dann einen Graphitbrand, eine Feuersäule, die die radioaktiven Spaltprodukte und allerhand anderes Material hoch hinauf 1,5 Kilometer in die Höhe geblasen hat, so dass es eine weite Verteilung gegeben hat. In Fukushima ist es anders, da kommen eben nicht so heiße Wolken heraus, sondern das Ganze verteilt sich bodennäher. Und ein großer Unterschied besteht natürlich auch, dass
Tschernobyl in der Ukraine, zwar in der Nähe, oder zwar lag die Stadt Pripyat ganz daneben, aber ansonsten ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. In Fukushima haben wir es mit einem relativ dicht besiedelten Gebiet zu tun. Der Unterschied ist auch der, dass natürlich die Japaner den Pazifik haben, wo sie vieles praktisch ableiten können und damit vermeiden können, dass es direkt in die bevölkerungsreiche Region kommt. Ja, das sind so ein paar Ähnlichkeiten und Unterschiede. Wichtig ist, was wir bei Fukushima eben auch sehen, ist, es geht bei diesen ganzen Fragen Atomkraft und Risiko von Katastrophen eben nicht nur um die Unterschiede dieser Anlagen. Natürlich sind die auch wichtig für den Ablauf. Aber das Gemeinsame, dass alle diese Anlagen haben, dass sie nicht gefeit sind gegen einen Unfall. Und das, was in Fukushima passiert ist durch Erdbeben und den Tsunami, praktisch, dass das Kraftwerk vom Netz getrennt war und dass dann die Notstromdieseln nicht angesprungen sind und es dann praktisch in Richtung Kernschmelze sich entwickelt hat. So etwas hatten wir ja in Three Mile Island im Jahr 1979 ohne Erdbeben und ohne Tsunami, nur durch eine Verkettung von an sich unbedeutenden kleinen Fehlbedienungen und kleinen Mängeln. Also im Grunde genommen ist es nicht akzeptabel, wenn die Betreiber von Atomanlagen immer sagen, was sie nach Tschernobyl gesagt haben, das kann bei uns nicht passieren. Interessant, weil es bei ihnen eben auf andere Weise doch passieren kann. Es ist ja gar nicht uninteressant, daran sich zu erinnern, dass der Gouverneur Thornburg von Pennsylvania nach dem Unfall von Three Mile Island, also ich glaube, es war 1980, in der Sowjetunion war und hat dort zu hören bekommen, also sowas wie bei euch kann bei uns nicht passieren, wir haben die sichereren Reaktoren. Und dann ist Tschernobyl passiert. Und dann sagen die Deutschen und die Engländer und die Franzosen und die Amerikaner, ja, bei uns kann das, was in Tschernobyl passiert ist, nicht passieren, wir haben die besseren Reaktoren. Und jetzt nach Fukushima sagen die Tschechen, ja, das kann bei uns nicht passieren, bei uns gibt es keinen Tsunami. Ja, und das ist genau das, was nicht erlaubt ist, weil im Grunde genommen ist keine dieser Anlagen gefeit gegen einen katastrophalen Unfall. Und da geht es um hochkomplexe Anlagen, die nie voll durchschaubar sind. Und es geht um ein Spaltproduktinventar, das gigantisch ist, und es geht um Energiedichten in diesen Anlagen, die weit über dem liegen, was zum Beispiel im Bereich der fossilen Energie umgesetzt wird. Und daher neigen also alle diese Anlagen zu Systemunfällen, wie sie der Amerikaner Charles Barrow bezeichnet hat. Der Vorfall in Three Mile Island ist ja auch sehr lange unter der Decke gehalten worden, oder? Ich meine, da ja, das nicht. Man hat relativ bald erfahren, da ist was los. Aber es war zum Glück dort einmal erstens nur ein Reaktor und nicht mehrere wie in Fukushima. Ja. Ja, Sie sind auch leicht verkühlt und an dieser Stelle auch danke, dass Sie trotz Ihrer Verkühlung dieses Interview machen. Ja, ich kann nicht garantieren, nicht zu husten, leider. Ja, das ist kein Problem. Ja, also jedenfalls war das damals in Three Mile Island auch für die Weltöffentlichkeit recht spannend, aber gleichzeitig höchst beunruhigend. Man hat mitbekommen, dass dort eine Menge hochkarätiger Experten zusammengekommen sind und es hat große Ratlosigkeit geherrscht, weil es war in Three Mile Island etwas Ähnliches, was auch in Fukushima passiert ist, nämlich
Es ist auf einmal in diesem Reaktor eine Gasblase aufgetreten, also nicht Dampf, der ja abkühlbar ist, sondern eine Gasblase, und die hat die Kühlung der Brennelemente verhindert. Also wenn Brennelemente dort, wo Wasser ist, von Gas umgeben werden, und zwar war es vermutlich eben auch Wasserstoff, durch geschmolzene Metalle ausgelöst, also wenn zum Beispiel die Hüllrohre von den Brennelementen, die sind aus einer Zirkonlegierung, wenn das teilweise schmilzt und dieses geschmolzene Zirconium ins Wasser gerät, dann gibt's Wasserstoffentwicklung. Und damals in Three Mile Island war eben eine große Gasblase, Wasserstoff vermutlich, die hat verhindert, dass der Reaktorkern ausreichend gekühlt werden konnte. Und da war große Ratlosigkeit unter den Experten tagelang. Ja, was ist da los? Was ist da? Wir kennen uns nicht aus. Und die Beunruhigung in der Bevölkerung war natürlich auch groß. Man hat dann auch in der Gegend rund um das Kraftwerk, um Middletown bei Harrisburg, hat man auch schwangere Frauen und Kinder evakuiert. Interessant war auch, dass hinterher der Gouverneur bitterböse auf die Betreiberfirma war. Und zwar deswegen, weil er eben auch viel zu wenig klar informiert wurde und Hangen und Bangen geherrscht hat, welche Maßnahmen hat er zu treffen, als der für die Sicherheit der Menschen dort verantwortlich ist. Und da hat es nachher harsche Kritik vom Gouverneur gegeben an der Informationspolitik. Aber man erkennt an diesen Beispielen, dass das eine allgemeine Linie ist, diese nicht ausreichende Information. Und das hat eben zwei Ursachen. Die eine Ursache ist die, dass man erstens einmal so ganz genau selber nicht weiß, was ist da wirklich in der Anlage los. Und zweitens will man natürlich nicht gleich mit den schlimmsten Nachrichten nach außen gehen. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja, das heißt, auch in Fukushima gibt es ja zum Teil auch widersprüchliche Aussagen von den Behörden über die ausgetretene Radioaktivität. Da gab es auch Messungen, glaube ich, im Raum Tokio, die zuerst hat man der Bevölkerung nahegelegt, dass also Kinder das Trinkwasser nicht trinken sollten, das Leitungswasser, und dann am nächsten Tag schon Entwarnung gegeben, was aber jetzt, ich kenne jetzt die Details nicht mehr auswendig, aber die Verunreinigung, die man da angenommen hat, hätte sich in einem Tag nicht, wär die nicht verschwunden. Also die Halbwertszeit von diesem radioaktiven Material, mit dem man befürchtet hat, dass das Trinkwasser verunreinigt ist, wäre nach einem Tag noch immer über den gesetzlichen Normen gewesen. Dennoch hat man dann wieder Entwarnung gegeben. Ist das jetzt auch Zeichen dieser Ratlosigkeit, naja, beziehungsweise was ist denn da passiert? Ja, da kann man natürlich mutmaßen, ganz Verschiedenes. Erstens einmal ist immer die Frage, wer misst mit welcher Methodik wo und was. Also es könnte durchaus sein, dass jemand zum Beispiel an irgendeiner Stelle gemessen hat und hat da einen bedenklichen Wert gefunden. Am nächsten Tag stellt sich heraus, ja, in Wirklichkeit war das ein Sonderfall und ein Ausreißer und die großen Reservoire sind eben nicht kontaminiert. So was wäre durchaus auch möglich. Und auf der anderen Seite, mir hat auch ein Freund mitgeteilt, ein Grund vielleicht für diese internationale Verwirrung sind natürlich auch die Maßeinheiten, die verschieden sind. Die Japaner, die rechnen nicht wie die internationale